Kann ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen? Kann er das Heil Gottes verlieren? Was sagt der Jakobusbrief? Oder anders gefragt, muss ein wiedergeborener Christ bestimmte Werke tun, sodass sein Glaube nicht tot ist und er dann doch wieder verloren geht? Definitiv nicht. Der Römerbrief macht eindeutig klar, ein Mensch kann einzig und allein durch Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden vor Gott. Das heißt, gerecht gesprochen werden von Gott, einzig und allein durch Glauben an Christus, vollumfänglich und unverlierbar. Weder durch Werke, das heißt durch persönliche gute Werke, noch durch Gesetzeswerke, also nicht einmal durch Werke, die Gott anordnet durch sein mosaisches Gesetz, kann ein Mensch gerechtfertigt werden vor Gott. Was sagt der Jakobusbrief? Behauptet er das Gegenteil? Im Jakobusbrief geht es um etwas völlig anderes. Dort geht es nicht um die juristische Frage der Rechtfertigung vor Gott, sondern dort erklärt Jakobus eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die besagt, aus einem lebendigen Glauben an den lebendigen Gott resultieren Glaubenswerke, sichtbare Glaubenswerke, die die Echtheit des Glaubens beweisen, sichtbar werden lassen. Zeige mir deinen Glauben. Das ist die Frage im Jakobusbrief. Und er bringt zwei Beispiele, Abraham und Rahab, die den Glauben haben an den lebendigen Gott. Und aus diesem Glauben resultieren Glaubenswerke, die sichtbar werden vor Menschen und die beweisen, dass der innere Glaube echt ist. Das heißt, der innere Glauben und die sichtbare Glaubenswerke gehören zusammen wie eine Einheit. Und die Glaubenswerke komplettieren, vervollständigen sozusagen den inneren Glauben, indem sie die Echtheit sichtbar werden lassen. Und Jakobus vergleicht das mit einem Körper, der tot am Boden liegt, ohne Regungen, ohne Vitalfunktionen, wenn er den Geist nicht hat. Und so ist es auch bei einem Glauben. Ein Glauben, der keine Glaubenswerke hervorbringt, ist ein totes Bekenntnis, hat keine Vitalfunktionen. Die Glaubenswerke sind der Echtheitsbeweis für den inneren Glauben, der Rechtfertigung vor Gott bewirkt. Und insofern gehören Glauben und Werke zusammen. Und insofern wird ein Mensch gerechtfertigt, nicht allein durch Glauben, sondern auch durch Werke. Denn die Werke zeigen die Echtheit des inneren Glaubens an den lebendigen Gott. Alles, was von Gott kommt, vom lebendigen Gott, ist lebendig. Der Glaube und auch die Werke. Das ist der Gedanke im Jakobusbrief. Dort geht es nicht um die Frage, ob ein wiedergeborener Christ das Heil verlieren kann. Um diese Frage geht es dort gar nicht.